Die Kameradschaft Sitzenheim zählt zu den größten und ältesten Vereinen in der stadtnahen Gemeinde bei Salzburg. Vergangenen Samstag luden sie zu ihrem traditionellen Ball im restlos gefüllten Kammelwirt. Wir waren mit der Kamera dabei. Besucher kamen zum traditionellen Ball der Sitzenheimer Kameradschaft in den Kammelwirt. Kameradschaftskollegen aus der Stadt, Thalgau, Walz und dem übrigen Flachgau ließen es sich nicht nehmen, beim jährlichen Fixtermin dabei zu sein. Also ich muss sagen, ich bin jetzt 3 Jahre Obmann und bin sehr zufrieden damit. Also ich sehe es eh selber, der Kammel ist voll, also was will ein Obmann mehr? Die Kameradschaft ist ein Sozialverein, der bei Notfällen in der Gemeinde sofort und gerne zur Hilfe steht. Wenn wir zum Beispiel hören, dass in der Gemeinde irgendwer in Schwierigkeiten steckt oder irgendeinen Unfall hat oder sei es auch anders geortet, dann wird er von uns gekriegt eine finanzielle Unterstützung. So war es auch heuer. Wir haben einen behinderten Mann da in Sitzenheim, der ist querschnittgelähmt und da haben die ganzen Vereine zum Beispiel zusammengezahlt, dass er sich ein neues Auto kaufen hat können. Seit vergangenem Juli ist Ulrich Langmeier der neue Pächter des Kammelwirts und hat hier bereits einige Veränderungen vorgenommen. Der gebürtige Lungauer wurde in der Flachgauer Gemeinde auch sehr gut aufgenommen. Nachdem ich ja schon einige Jahre in Sitzenheim wohne und eine gebürtige Walser Sitzenheimerin als Freundin habe, ganz gut. Kennen natürlich schon viele Leute jetzt da, dass ich jetzt 2 Jahre schon Jahre da bin. Und ich hoffe, also das passt ganz gut. Das kriegen wir schon, ich weiß es jetzt noch einmal nicht. Vorher hat der Kammel ja bei Samstag, Sonntag, Ruhetag gehabt. Jetzt seit Anfang November haben wir jetzt umgestellt auf eine 7-Tage-Woche. Das hängt damit zusammen, weil eben das Hotel dabei ist und wir eben nur eigentlich 7 Tage erfolgreich damit arbeiten können, weil es eben der Gast auch Samstag, Sonntag verlangt. Die Faschingszeit hat im Hinblick auf Veranstaltungen einiges zu bieten. Deshalb sind auch neue Ideen gefragt. Und wir haben jetzt einen eigenen Freitag kreiert, der nennt sich der Wüste-Freitag, der ist am 8. Februar. All diejenigen, die mich kennen, wissen, dass das ein ziemlich starkes Festl werden wird. Also wir werden es da ziemlich krachen lassen. Und da haben wir ein paar Highlights eben mit DJ und eigener Bar und unser Hausbar beleuchten wir komplett. Und das wird ein ziemlich wüster Freitag. Und ich ja, ich habe nicht mehr viel vor. Ich habe jetzt gibt es noch einen Ballkönig, Ballkönigin, Ballprinzessin und Ballprinzen. Und dann gibt es jetzt noch den Losverkauf. Und du strebst natürlich einen Ballkönig an, nehme ich an. Nein, das mache ich nicht. Ich führe nur durch den Abend. Die Ballgäste machten sich noch einen lustigen Abend und feierten, bis der Hahn krähte.